Hallo an Tag 10 unserer großen Yunnan- und Sichuan-Reise. Wir sind gestern nach 10 Stunden Fahrt, davon übrigens 3 Stunden Stau, weil es hier ein lokales Festival gab, endlich im tibetischen Hochland angekommen. Ihr seht, glaube ich, hinter mir schon die Yaks. Und wir sind hier wirklich in einer traumhaften Landschaft angekommen. Und wie der Weg hierhin war und wie sich die Landschaft verändert hat, wollte ich euch jetzt erstmal gern zeigen. Vor. Unter anderem gibt es hier natürlich im tibetischen Hochland einiges an Klöstern, sowohl für Mönche als auch für Nonnen. Aber wir haben ein besonderes Highlight, ehrlich gesagt, heute Abend vor. Und zwar werden wir bei einer Nomadenfamilie übernachten. Davor, also heute Nacht und auch dann in 2 Tagen, sind wir aber in einer traumhaften Unterkunft, muss ich sagen, rangiert ehrlich gesagt unter den Top 5 an Unterkünften, die ich weltweit schon gesehen oder wo ich übernachtet habe. Und ich packe euch die Bilder davon am besten mal ans Ende, denn es ist einfach eine Oase hier mitten in dem tibetischen Hochland. Jetzt geht's aber erstmal los in ein Dorf, das sehr viele Klöster beherbergt, und da wollen wir uns einfach mal umschauen. Los geht's! Sein und dort auch im Zelt übernachten. Ich kann euch aber so viel schon mal verraten, dass wir die Übernachtung selbst abgesagt haben. Ich blende euch am besten mal die Bilder ein, damit ihr wisst, von was ich rede. Uns war es persönlich viel zu zugig. Es war auch, ja, wir sind eigentlich hart im Nehmen, aber es war schon ein bisschen hart, direkt auf dem Gras zu schlafen, selbst wenn man entsprechende Decken hat und so. Und als dann noch dazu kam, dass uns gesagt wurde, dass die Kälbchen auch noch bei uns mit ins Zelt kommen, weil sie dort angeleint werden, war für mich ehrlich gesagt der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay,
ist vielleicht doch nicht eine Alternative für eine Nacht. Wir sind jetzt hier in einem Hotel kurz untergekommen für eine Nacht auch und machen das Beste draus, denn wir gehen jetzt hier nochmal auf das örtliche Festival und machen dann aber trotzdem morgen früh mit den Pferden das Nomadentrekking mit. Das war eigentlich in dem Paket mit drin. Wie gesagt, wir haben nur die Übernachtung abgesagt und ja, mal schauen, was wir heute Abend noch erleben. Dass ich mein Fazit über unser Nomadenabenteuer nicht mehr aufnehmen konnte. Ich hole das einfach jetzt nach. Es ist 6:30 Uhr morgens. Wir haben wieder Licht zum Glück. Und ja, ich muss wirklich sagen, dass das Reiten auf über 4000 Metern Höhe in der Steppe wirklich ein einmaliges Erlebnis war, das ich jedem nur empfehlen kann, selbst Leuten, die noch nicht viel geritten sind. Denn ich bin jetzt auch nicht eine erfahrene Reiterin, aber die Pferde waren wirklich toll und auch unsere Nomadin waren wirklich super, uns auch zu helfen. Wie wir später erfahren haben, sind wir nicht die Einzigen, die die Übernachtung im Nomadenzelt ja, abgebrochen haben und es hat uns wirklich auch leid getan, denn wir haben über eine Stunde diskutiert, wie wir das vielleicht machen können, in dem zugigen Zelt, auch mit den Kälbchen vielleicht zu schlafen. Aber wir sind dann wirklich zu dem Fazit gekommen, dass es besser für uns ist, nicht dort zu schlafen und ja, ins Hotel zu gehen. Wie würdet ihr das denn machen? Hättet ihr dort geschlafen? Hättet ihr vielleicht noch eine andere Lösung gefunden? Das würde mich wirklich mal interessieren, denn man möchte ja eigentlich auch respektvoll anderen Völkern gegenüber sein und ja nicht auf einmal sagen, ja okay, nee, hier schlafe ich nicht. Also das war für uns schon wirklich eine lange Diskussion, aber wie gesagt, wir sind dann ja ins Zelt gegangen. Wir fahren jetzt gleich weiter nach Chengdu, haben auch wieder einen langen Transfer und ich würde das Video jetzt einfach gern beenden mit ein paar Einblicken in unsere Kampa Nomad Eco Lodge, die wirklich ein Traum ist, kann ich euch nur sagen, wie ich schon gesagt hatte, unter den Top 5 meiner Unterkünfte, die ich bisher erlebt habe auf meinen Reisen und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.